Das war so schön zu sehen, dass man den Druck nehmen kann. Den Druck vor diesem ersten Schultag, dem so viel Wert beigemessen wird. Dein Ticket und du kriegst meinen Plan. Beim First Contact Programm geht es uns darum, Brücken zu bauen, Brücken zu neuen Kindern, die uns nächstes Jahr im Schuljahr besuchen, eine Verbindung herzustellen und den ersten Schritt einfach in eine neue Institution einfacher zu gestalten. Dadurch, dass wir bei Schule im Aufbruch dabei sind und First Contact uns begeistert hat, weil es irgendwie zu unserer Haltung passt, haben wir beschlossen, wir machen das heuer so mit dem Schulfest. Es ist eine gute Gelegenheit, die Eltern einzuladen und einzubinden. Wir haben uns überlegt, dass wir die neuen Kinder im nächsten Schuljahr gerne schon in diesem Schuljahr begrüßen würden. Und wir wollten verschiedene Stationen aufbauen, dass sie auch die Möglichkeit haben, in ihren zukünftigen Klassen reinzuschauen und sich bei diesen Stationen auch mit zukünftigen Klassenkameraden kennenlernen und somit auch die Eltern sich kennenlernen, auch untereinander und natürlich auch die Lehrer, dass die alle kennenlernen. Mir hat am besten gefallen der Dschungel. Ich bin herumgeklettert, herumgepurzelt. Mir hat am meisten das Herzbasteln gefallen. Es war mehr ein Schweben, ein Schwebezustand, wie die Kinder zurückgekommen sind. Um so viel erleichtert, endlich die Lehrerin, den Lehrer kennengelernt zu haben, den Raum gesehen zu haben, die Atmosphäre im Schulhaus gespürt zu haben, mit anderen Kindern gespielt, gesprochen zu haben, die in die gleiche Klasse kommen. Sonja freut sich auch, dass sie den neuen hörenden Kindern schon zeigen kann, wie das bei uns funktioniert und dass sie auch sehen, wie Kommunikation mit Gebärdensprache funktioniert und so schon erstmal ein bisschen in Kontakt kommen auch. Das ist sicher voll der Vorteil, wie wenn sie am ersten Schultag, wenn sie kommen und dann ist alles zu überraschen und das ist sicher super, wenn man das auch gut vorbereiten kann. Eigentlich sind wir nicht zu den Stationen gekommen, weil mein Kind sich in der Klasse so wohl gefühlt hat, dass sie gar nicht mehr rausgehen wollte. Wir waren im ersten Stock, haben uns ihre Klasse angeschaut, waren in den anderen Klassen, haben die Hände angemalt, Kuchen haben uns auch gegönnt. Ja. Wenn die Eltern Vertrauen haben, haben die Kinder es auch. Eltern sind Vorbilder für die Kinder und wenn die Schule als etwas Tolles erleben, dann geben sie genau dieses Gefühl unbewusst weiter. Der Nutzen ist viel größer als der Aufwand. Das erste Mal jetzt war es natürlich eine Mehrarbeit, aber wir haben zum Beispiel diese Welcome to Ed fix fertig geplant. Das kann nächstes Jahr wieder so übernommen werden. Wir haben die Eltern fix integriert, die möchten gerne mitarbeiten, die möchten auch gerne mithelfen bei der Planung. Es gab ganz viele besondere Momente, aber das, an das ich mich wirklich erinnere, und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, ist die glücklich strahlenden Augen der Eltern, die sich verstanden fühlen, die wissen, in was gebe ich jetzt meine Kinder hinein? Also das war wirklich, ich kriege Gänsehaut. Das ist wirklich richtig toll gewesen. Alle haben sich jetzt einfach nur mehr gefreut auf diesen ersten Schultag. Jede Sorge war genommen, jede Angst. Es war einfach diese Sicherheit da. Ich weiß, wo ich hinkomme und es wird schön.